Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch wieder ein sehr hochwertiges, aber auch sehr komfortables E-Bike vor. Es ist das Riese und Müller Hommage GT Vario. Sieht man hier hinter mir. Dieses Rad filme ich auch mit einer ganz besonderen Kamera. Denn Insta360, der eigentlich führende Kamerahersteller für 360-Grad-Kameras, hat mir eine Kamera zur Verfügung gestellt und das ist die Insta360 ONE X2, diese Kamera hier. Und was man so mit dieser Kamera machen kann, das erkläre ich im Video so ganz nebenbei. Es geht natürlich hauptsächlich um das Fahrrad, aber es sind ganz interessante Aufnahmen möglich mit dieser Kamera. Und für alle, die es interessiert, der Link ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Ich habe auch ein Set bekommen, ein Motorrad-Cycle-Mount Bundle von Insta360. Damit kann man die Kamera gut am Motorrad oder Fahrrad befestigen, um sich selbst und auch die Umgebung zu filmen. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Riese und Müller Hommage GT Vario hat den typischen Riese und Müller Stil. Die breiten Rahmenrohre wirken massiv und stabil. Ich finde den neuen Rahmen des Hommage aber auch optisch sehr gelungen. Zur Optik wird es aber wohl wie immer verschiedene Meinungen geben. Das Hommage hat eine sehr hochwertige Grundausstattung. Dazu gehört der Bosch Performance CX Motor, der mit bis zu 85 Newtonmeter unterstützt, der 625 Wattstunden Akku, der voll im Rahmen integriert ist, und das Intuvia-Display. Auch der superhelle Supernova M99 LED-Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion, der mit 150 Lux Abblendlicht und sogar mit 260 Lux Fernlicht leuchtet, ist Standard. Das Supernova LED-Rücklicht ist sehr klein, sieht edel aus und leuchtet natürlich auch sehr hell. Und es hat sogar eine Bremslichtfunktion. Wirklich toll gemacht. Die Federgabel, die hier am Testrad zu sehen ist, ist die Santur Ion Luftfedergabel. Zurzeit wird statt der Santur Ion eine Mazzocchi Bomber Z2 R Federgabel mit 100 mm Federweg verbaut, weil es bei der Santur Federgabel zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Was dieses Rad aber besonders komfortabel macht, ist das Santur RS19 Luftfederelement, welches für eine perfekt gefederte Hinterbauschwinge sorgt. Zusammen mit den 62 mm breiten Schwalbe Supermoto X Reifen, die auch noch mit einer 3 mm starken Pannenschutzanlage gegen Pannen geschützt sind, hat man ein ganz besonderes Komforterlebnis. Dies ist übrigens die Insta360 ONE X2. Mit der ich die verschiedenen Perspektiven gefilmt habe. Zu dieser Kamera erzähle ich später aber noch mehr. Die Enviolo N380 Nabenschaltung ist stufenlos und hat eine Entfaltung von 2,51 m bei einer Kurbelumdrehung in der kleinsten Übersetzung und 9,54 m in der längsten Übersetzung. Auf dem Sichtfenster des Drehgriffs wird die Übersetzung mit einem kleinen Radfahrer und einer Linie dargestellt.
Der Gates CDX-Zahnriemen läuft über eine Spannrolle. Dadurch ist der Zahnriemen immer optimal gespannt. Die Kombination von Zahnriemen und Enviolo-Narbe hat den Vorteil, dass beides sehr wartungsarm und verschleißarm ist. Bei meinem Testrad habe ich übrigens das Komfort-Kit mitbestellt. Diese Ausstattung ist kostenlos. Es beinhaltet einen Komfortlenker, der für eine aufrechtere Sitzhaltung sorgt, und einen breiten Sattel. Für mich ist die Sitzposition dadurch schon zu aufrecht. Aber für alle, die möglichst aufrecht sitzen wollen, ist es eine gute Option. Standardmäßig sind natürlich auch hier Ergon GP1 Griffe montiert. Durch den mit dem Rahmen verbundenen Gepäckträger ist das Gepäck mitgefedert. Mit bis zu 20 Kilo kann man den Gepäckträger beladen. Er hat eine Systemaufnahme für MIG-Adapterplatten. So lassen sich Körbe und Taschen, die mit dem MIG-Adapter ausgerüstet sind, schnell und einfach befestigen. Damit man immer sicher und rechtzeitig stoppen kann, sind Magura Scheibenbremsen verbaut. Am Vorderrad bremst die MT5 Scheibenbremse mit 4 Kolben und am Hinterrad die MT4 mit 2 Kolben. Die Bremsgriffe lassen sich in der Weite feststellen und fühlen sich griffig und angenehm an. Wer es noch perfekter haben möchte, kann sogar das Bosch ABS dazu bestellen. Dafür muss man allerdings rund 500 Euro extra bezahlen. Oben am Rahmen ist die Abdeckklappe für den Ladeanschluss. Mit dem mitgelieferten 4 Ampere Ladegerät lässt sich so der Akku im eingebauten Zustand innerhalb von ca. 5 Stunden komplett aufladen. Als Zubehör wird auch ein Arbus Bordo 6000 in 90 cm Länge mitgeliefert, welches sehr gut im praktischen Halter am Gepäckträger mitgeführt werden kann. Auch eine Pumpe für die Federgabel und das Federelement gehört zum Lieferumfang. Für einen besseren Diebstahlschutz habe ich noch den AX-Chip mitbestellt. Über den Chip lässt sich im Falle eines Diebstahls das Rad orten. Es gibt verschiedene Versicherungspakete, die man in Verbindung mit dem AX-Chip abschließen kann. Wer darüber mehr wissen will, kann sich auf der Riese & Müller Homepage informieren. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Rahmenfarbe bei meinem Testrad ist Deep Sea Blue Metallic. Eine zweite zur Verfügung stehende Farbe ist Pearl White. Das Hommage kann man in den Rahmenhöhen 49 cm, 54 cm und 58 cm bekommen. Es wiegt 30,2 Kilo und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 140 Kilogramm. Das Riese & Müller Hommage GT Vario hat einen Grundpreis von 6.499 Euro. Der RX-Chip kostet noch 99,90 Euro extra. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das Rad findet. Ich kann jedenfalls sagen, dass ich noch kein komfortableres Rad gefahren bin. Besonders die Federung ist einfach toll. Einige Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, habe ich mit der Insta 360 One X2 gemacht. Da der Selfie-Stick von der Software herausgerechnet wird, sieht es fast so aus, als hätte eine Drohne die Aufnahmen gemacht. Es ist empfehlenswert, immer in der höchsten Auflösung zu filmen. Das heißt in 5,7K und 30 Bildern pro Sekunde. Dank der Flow-States-Stabilisierung bekommt man butterweiche Aufnahmen ohne Ruckeln. Das ist natürlich ideal fürs Fahrradfahren. Wenn ihr also gerne eure Radtouren filmt und vielleicht gerade nach einer neuen Kamera sucht, dann ist diese Kamera vielleicht die richtige. Die technischen Daten dieser kleinen Kamera sind auch ziemlich beachtlich, denn man kann in 5,7K aufnehmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Wasserdicht ist sie auch noch bis 10 Meter und sie hat insgesamt 4 Mikrofone. Sie reagiert außerdem auf Sprachsteuerung und hat hier einen Touchscreen.
Ich schalte die Kamera jetzt mal ein. So, und schon ist sie bereit, um aufzunehmen. Hier unten sieht man immer die gewählte Einstellung. 5,7K, 30 Bilder pro Sekunde. Hier wechselt man einfach den Blickwinkel. So, und hier oben sieht man, ob eine Speicherkarte drin ist und wie der Akku geladen ist. Wenn ich jetzt von oben nach unten wische, kommen wir ins Einstellmenü. Hier kann ich also auch noch auf die zweite Seite gehen und hier unten, wie man es so kennt bei dem kleinen Drehrad, sind verschiedene Einstellungen, die man wählen kann, wie zum Beispiel auch Voice Control, also die Kamera ist über Sprachbefehle zu bedienen. Das können wir mal eben probieren. Dazu muss ich sagen, Shutdown Camera. Und schon ist sie aus. Und dann kann ich auch mal eben zeigen, hier ist also der Akku. Beide Tasten so zusammendrücken und dann kann man den Akku rausnehmen. Also der ist jetzt auch einiges größer geworden, als der Akku vorher war. 1630 mAh. Und hier drin ist noch die Speicherkarte. Akku wieder einsetzen, einfach so drauf drücken, dass hier beide Raster eingerastet sind. Wenn noch hier was Rotes zu sehen ist, dann ist der Akku noch nicht ganz drin. Aber so in diesem Zustand ist die Kamera jetzt sogar bis zu 10 Metern wasserdicht. Ein Unterwassergehäuse gibt es zwar auch noch, wer wirklich damit tauchen will. Aber sonst ist die Kamera also in diesem Zustand schon mal gut für zum Schnorcheln geeignet oder für sonstige Wassersportarten. In 4K kann man natürlich auch aufnehmen mit 30 Bildern pro Sekunde oder 50 Bildern pro Sekunde. 50 Bilder ist natürlich dann wieder für Zeitlupen interessant. Und sonst die Videodatenrate immerhin 100 Megabits. Der Akku ist auch größer geworden zum Vorgängermodell. Jetzt haben wir hier 1630 mAh, was für ca. 80 Minuten Filmzeit reichen soll. Ja, hier sehen wir die Kamera gerade an einem Selfie-Stick. Das ist jetzt die normale Länge. Und interessant ist auch der Fuß hier unten drunter. Denn so hat man ein Stativ, wo man die Kamera einfach irgendwo abstellen kann. Wenn es ein bisschen windiger sein sollte, kann man auch hier die Füße noch verlängern, sodass die Kamera oder der Selfie-Stick stabiler steht. Es gibt auch noch vom Motorcycle Mount Bundle. Da habe ich zum Beispiel diesen Halter hier verwendet. Das geht super, wenn man jetzt zum Beispiel am Fahrrad, am Lenker oder am Rahmen irgendwo die Kamera befestigen will, dann ist das hier wirklich ein praktisches Teil. Man kann einfach hier in diese Klemme den Lenker oder auch den Gepäckträger oder so einfach hier einklemmen, festdrehen. Die andere Seite, also hier ist noch dieser Kugelkopf. Wenn man hier löst, löst sich diese Aufnahme und auch oben. So kann man immer den Winkel noch einstellen. Entweder kann man einfach hier die Kamera draufschrauben oder eben auch zusammen mit einem Selfie-Stick. Wenn ich also, ja, hier ist jetzt gerade der Fuß dran, hier unten ist natürlich das Gewinde drin und auch den Selfie-Stick kann ich hier auf diesen Adapter oder auf diesen Halter hier raufschrauben und da dann wieder die Kamera befestigen. Und wofür ich dieses Teil hier gebraucht habe, das seht ihr gleich im folgenden Video, denn das ist ein 3 Meter langer Selfie-Stick. Den kann man also ganz einfach bis auf 3 Meter Länge ausziehen und damit lassen sich beeindruckende Aufnahmen machen. Das ist aus Carbon, also ganz leicht. Aber seht selbst, die Aufnahmen kommen jetzt. Thank you.
always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Fotos kann man übrigens natürlich auch aufnehmen. 360-Grad-Fotos haben eine Auflösung von 6080 x 3040 Pixeln. Panoramafotos sind möglich in 4320 Pixeln x 1440. So, und hier zeige ich nochmal ein paar verschiedene Kamerapositionen. So wie man hier sieht, ist die Kamera also am Lenker vorne angebaut, ziemlich tief, sodass man das Vorderrad so groß sieht. Eine besondere Perspektive. Dann habe ich bei der nächsten Einstellung die Kamera hinten festgemacht an der Sattelstütze, sodass man mich immer von hinten sieht. Oder so wie hier in der nächsten Einstellung habe ich den Selfie-Stick einfach in der Hand und fahre praktisch nur mit einer Hand am Lenker. Auch hier habe ich den Motorrad-Cycle-Mount-Adapter wieder benutzt, zusammen mit einem Selfie-Stick, und habe ihn an der Sattelstütze befestigt und direkt 90 Grad zur Seite wegstehen lassen. In dieser Einstellung sieht man, dass der Selfie-Stick mit dem Cycle-Mount-Adapter etwas schräg nach hinten ausgerichtet ist. Auch wieder Befestigung an der Sattelstütze. In dieser Einstellung habe ich ebenfalls den Motorrad-Cycle-Mount-Adapter mit einem Selfie-Stick direkt am Gepäckträger befestigt. So, hier sind wir jetzt in Insta360 Studio. Hier werden alle Videos bearbeitet. Ich habe hier schon mal ein Video eingestellt und kann jetzt mal zeigen, wie man mit den Keyframes umgeht. So läuft das Video. Und jetzt sieht man, ich fahre so langsam hier aus dem Bereich und das wollen wir ja nicht. Und deswegen gehe ich hier zurück.
guck jetzt, welchen Bereich ich verändern will. Jetzt bleibt der Cursor hier praktisch so stehen. Ich kann das Bild jetzt so verändern, wie ich das haben will. Zum Beispiel so. Jetzt drücke ich hier einmal auf Keyframe auswählen, da markieren. Und jetzt ist dieser Keyframe gesetzt. Wenn ich jetzt also von hier wieder anfange, dann sieht man, wird genau dieser Schritt ausgewählt und langsam rübergeschwenkt, genau zu dieser Einstellung, die ich vorher ausgesucht habe. So, ich habe jetzt nochmal einen anderen Film eingestellt. Man kann zum Beispiel auch, wenn man einen Keyframe gesetzt hat, das macht man in dieser Leiste. Hier kann man Keyframes setzen oder auch löschen. Und hiermit kann man mit diesen Klammern das Video, den Videoanfang oder auch das Videoende bestimmen. Dann sind hier nochmal die verschiedenen Symbole für weitwinklige Aufnahmen, das Fisheye, dann Tiny Planet, die Kugel und eine flache Bildsicht. Hier kann ich auch wieder den Bildausschnitt so bestimmen. Und dann kommen wir zum Exportieren. Das ist auch noch wichtig. Man sollte auf jeden Fall in einer hohen Qualität exportieren. Also ich exportiere auf jeden Fall in ProRes. Und dann bestimmt man eben, in welchem Ordner das gespeichert werden soll. Und hier kann man nochmal Körnung entfernen oder Color Plus einschalten. Das würde ich aber fast nachlassen. Also ich würde nur bei wenig Tageslicht oder einfach schlechter Beleuchtung kann man empfehlen, Körnung entfernen anzuklicken. Color Plus würde ich eher nicht machen, denke ich. Also, aber das muss jeder selbst wissen. Der eine oder andere möchte vielleicht noch kräftigere Farben. Hier wird die Auflösung eingetragen. Dann klickt man auf OK und das Video wird gerendert. So, ich breche das hier mal ab. Ja, und so kann man sich seine Videos selbst erstellen. Das fertige Video kann man dann im Videobearbeitungsprogramm weiter bearbeiten oder eben so schneiden, wie man es haben will. Übrigens, für mich ist immer wichtig, dass das Gehäuse vernünftig verarbeitet ist und stabil ist. Und das ist hier bei der Insta One X2 einfach wirklich richtig gut gemacht. Die ist fest und das Gehäuse ist stabil, also aus hochwertigen Materialien, so fühlt sich es jedenfalls an. Und das habe ich sonst schon bei einfacheren und günstigeren Kameras schon erlebt, dass die einfach vom Gehäuse wirklich auch billig sind. Und das ist hier bei der Kamera definitiv nicht der Fall. Und weil die Kamera so klein und kompakt ist, kann man sie natürlich gut mitnehmen. Wenn man dann diesen Objektivschutz einfach hier drüber macht, kann man sie eigentlich so in die Hosentasche stecken oder in die Jackentasche, ohne dass man Angst haben muss, dass man hier irgendwie Kratzer ans Objektiv bekommt. Falls ihr euch auch für die Insta360 One X2 interessiert, und vielleicht schöne Aufnahmen auf dem Fahrrad machen wollt oder auch die Kamera nur im Urlaub benutzen wollt. Im Moment bietet Insta360 gerade eine Sommerschlussverkaufsaktion an. Alle Kameras sind zum Sonderpreis erhältlich und wer über meinen Link bestellen möchte, bekommt auch noch verschiedenes Zubehör gratis dazu. Wer Interesse hat, guckt doch einfach mal in der Videobeschreibung nach, da habe ich die verschiedenen Kameras verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt ja eine Kombination von Fahrrad und Kamera. Das wird so wohl nicht so oft passieren. Aber in diesem Fall habe ich das einfach mal zusammengestellt, weil ich fand beides interessant. Fahrradfahren, Filmen, wer sich dafür interessiert. Ich habe schon einige auch Kunden kennengelernt, die mich aufs Fotografieren oder aufs Filmen angesprochen haben, die selbst auch Interesse haben, ihre Fahrradtouren zu filmen und deshalb dachte ich, ist diese Kamera besonders interessant. Aber vielleicht habt ihr auch das Video von der Go 2 schon gesehen, wenn noch nicht, habe ich hier oben mal verlinkt.
dann guckt ihr euch auch das Video gerne mal an, denn das ist die kleinste Actionkamera der Welt. Die könnte auch interessant sein. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Drückt am besten auch auf die kleine Glocke und dann würden wir uns beim nächsten Mal schon wiedersehen. Ich freue mich aufs nächste Video. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.